gestern war, doch alles klar, wir waren dem Himmel so nah. Heut dein Brief, es ist vorbei mit uns zwei. Später dann, auf Instagram, ein Post von dir, hast du Zeit? Dann rufst du an, ich kann heut nicht, tut mir leid. Jekyll and Hyde, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Paldauer. Der Franz Griesbacher hat jetzt einmal kurzfristig seinen Arbeitsplatz quasi am Schlagzeug verlassen. 50 Jahre hast du ihn schon inne. Franz, ein unfassbares, möchte ich sagen. Jubiläum, das kommt ganz selten vor. Wie hast du diese 50 Jahre erlebt? Absolut eine Zeit zwischen Himmel und Hölle. Aber die Momente im Himmel haben überwiegt, und wenn ich das heute erleben darf, wird mir bewusst, was die 50 Jahre eigentlich wert sind. Es gibt unglaublich tolle Künstler, und in dieser Riege haben wir uns 50 Jahre behauptet, und das ohne Ellbogentechnik, ohne Unterbruch. Da kann ich nur sagen, es ist unglaublich schön, hier in dieser Branche normal zu sein. Das kann ich nur unterstreichen. Ihr wart immer super Kollegen, wenn wir auf Tournee waren oder sonst wo bei Konzerten. Das Jubiläum wurde in der Grazer Oper gefeiert. Was macht ihr jetzt die nächsten 50 Jahre? Ja, wir werden natürlich bodenständig bleiben, wie wir sind. Wir werden uns nicht mehr ändern. In der Grazer Oper wollten wir uns einfach bei unseren Weggefährten bedanken. Alle Gönner, die uns so lange unterstützt haben, und die Freunde und Fans. Ohne denen wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Und wir sind bestrebt, dass wir jeden Abend auch heute ein paar neue Fans dazugewinnen können. Und dann können wir vielleicht bei dir das nächste Mal oder in 10 Jahren das 60-Jährige feiern. Da bin ich dabei. Auf jeden Fall, Franz. Danke vielmals. Da sind Fans zu Hause und ihr habt sicher neue gewonnen. Danke vielmals auch dem Erwin. Ich ziehe den Hut vor dir, den ich nicht aufhab. Wunderbar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 50 Jahre die Paldauer. Da haben sie natürlich noch ein Lied mitgebracht. Und das sagt sehr viel aus. Sie wollen weit darüber hinaus. Sie singen jetzt von 3000 Jahren die Paldauer. Und wir machen alle die Paldauerwelle. Alle?